Willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Dankeschön fürs Wiedereinschalten und dabei sein auch an die Leute in dem Twitch-Stream, den ich nebenbei am Laufen habe. Für die Leute, die im Stream sind, tut mir leid für die kleine Verspätung, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Aber ich hatte mir gedacht, aus gegebenem Anlass mal eine halbe Stunde später. Du kannst noch ein bisschen einkaufen gehen, meine Freundin kann noch mal das Aquarium pflegen. Und so weiter und so fort. So, ja, wie in der letzten Folge eigentlich schon gesagt, bin ich auf der Suche nach diesen Energiezellen und tatsächlich bin ich da ein klein wenig fündig geworden und möchte mir, bevor es hier weiter mit der Mainquest geht, erstmal den ganzen Weg nach Schöpfers End nochmal geben mit einer Schnellreise, sondern ich werde jetzt erstmal zurück nach Meridian und werde dort, ich werde mir hier mal eben schnell einen Wegpunkt hinmachen, werde dort zu einem Händler gehen, zu einem Händler meines Vertrauens, so, und werde dort dann, na komm, da ist mein Freund, werde mir dort erstmal ein paar Reiserationen holen, weil ich gerade gesehen habe, dass die irgendwie ein bisschen leer geworden sind. So, wo ist denn mein Ausrufezeichen? Da ist mein... Wow, das ist ganz schön weit weg. Aber dann müssen wir jetzt einfach mal eben schnell hin. So. Wir sind ganz gut ausgerüstet, ausgestattet. Und sollte jetzt erstmal so nicht viel im Weg stehen. Das ist ein ziemlich hoher Turm da hinten. Der ist mir jetzt so aufgefallen. Das ist wahrscheinlich der Sonnenturm, von dem die ganze Zeit geredet haben. Und genau, Meridian einfach deswegen, weil wir dort nämlich neue Reiserationen kaufen können. Und damit dann ein bisschen safe sind unterwegs. Höp. Ja, ich wusste gar nicht, dass du auch als Bergziege fungieren kannst, mein kleines Reittier. Ja gut, aber Bäumen kannst du noch nicht alleine ausweichen. Das ist ja ein bisschen schade. Na komm. Jetzt mal ein bisschen flotter hier. Nur weil du so einen Hang entlang laufen musst, weißt du es nicht, dass du deine Aufgabe nicht wahrnehmen kannst. Ja, hier ganz langsam. Also ich glaube, zu Fuß wären wir schneller unterwegs. Bist du irgendwie K.O.? Hast du keinen Bock mehr? Zickst du rum? Hast du den Beinchen gebrochen oder so? Nein? Nee, jetzt kannst du wieder laufen. Sehr gut. Ah, da sehen wir auch schon Meridian direkt vor unserer Nase. Das heißt, hier werden wir jetzt keine Autobots oder dergleichen wiederfinden, sondern einfach nur unsere Freunde. Okay. Zu Fuß. Dann können wir mal loslaufen. Roll! Ohne zu zögern. Sie hat sich zwischen den Mörder und... Na ja, komm. Okay. Irgendwie... Ich wette, dass er rennt hinter der Wals Auslieferung steckt. Die Osseram halten schließlich zusammen. Meine Familie könnte noch leben. Und ihr sitzt hier rum und tut nichts? Okay, den Leuten scheint das echt gut zu gehen. Mann verloren. Die Befehle sind klar. So wie die hier am Rumjammern sind. So, wo genau bin ich denn jetzt eigentlich gerade? Okay, ich bin im Vordorf von Meridian. Das macht nichts. Dann gehe ich einfach außen durch. Wir gehen nicht hoch. Sondern lieber außen entlang. Das ist schon von mir so gewollt, weil innen, da muss ich erstmal einen Fahrstuhl rufen und bis der Fahrstuhl dann da ist, dauert es erstmal ein paar Jahre. Also stratzen wir hier diesen Weg einfach so entlang und gucken uns diese wunderschöne Landschaft an. Das sieht ja echt wunderbar aus. Würden hier nicht irgendwie 20.000 Milliarden elektronische Roboter durch die Gegend laufen, würde ich sogar sagen, ich würde hier sehr, sehr gerne wohnen. Ist echt idyllisch. Hat so ein bisschen was von, keine Ahnung, Ägypten. Platsch. Nicht im Bewässerungsgraben ertrinken, bitte. Es gibt definitiv bessere Methoden. So, mal gucken, können wir hier hoch? Das wäre ja natürlich
Ah, perfekt. Okay. Das ist ein Aufzug, der netterweise auch schon gleich da ist. Umso besser. Nein, schade. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich den Aufzug verhindern kann. Kann ich aber nicht. Denn dieser Aufzug ist nämlich... Wir müssen eh hoch. Und deswegen habe ich jetzt den Aufzug hier genommen. Ein Glück, keine lange Ladesequenz. Way, danke fürs Subscriben. Schatz. Yay. Hast du dann auch das kleine Plüschel gesehen, was da durchs Bild gesettelt hat? Cool. Ja, ne? Das ist süß. Also wenn du das öfter sehen möchtest, musst du ganz oft die sappen und wieder sappen. So, da haben wir ihn. Das ist der Händler meines Vertrauens. Genau den wollte ich. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir den haben. Fallen und Tränke, waren die hier? Proviant, nee, Munition, Schatzkisten, Spezialobjekte. Ah, hier sind sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, so viel wollte ich nicht. Egal. Passt. Dankeschön. Wir sind jetzt gut ausgerüstet. Jetzt können wir auch endlich wieder zu hier nach oben. Nach Schöpfers Ende. Und nutzen diese kleine Pause zum Kaffee schlürfen und Spaß haben. Habt Spaß. Habt Spaß. Habt Spaß. Spaß sollt ihr jetzt haben. Wehe, wenn nicht, sonst wäre ich sauer. Gut. Finde ich gut. Spaß ist gut. Guck mal, der Ladebalken hat auch schon über die Hälfte geschafft. So, ich hoffe nur, dass wir da ohne großartige Zwischenfälle ran können, weil wir müssen nämlich wieder in das Büro von der, wie ist die Firma gleich, Filz kommen oder so. Auf jeden Fall, da müssen wir wieder bis ganz nach oben laufen. Und da gab es nämlich eine Stelle, die ich einfach mal hart ignoriert habe. Und da ist noch eine von diesen Energiezellen, die wir brauchen für diese geile Nanobot-Rüstungsding, Exoskelett, bla. Und das finde ich schon cool. Das will ich haben. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der Weg war. Der Weg war... Ich mach mal hier... Wir müssen hier hinten irgendwo rein. Das ist das Gebäude, in das wir müssen. Das mache ich mir mal als Markierung, damit ich so grobe Wegpunkte habe. 305, das ist gut. Weil ich glaube nämlich echt, dass die Gegner hier natürlich allesamt wieder da sind. Auch wenn wir hier alles wundervoll ausgeräuchert haben. Oder größtenteils. Nee. Nee, das sieht leer aus. Das ist ja gut. Sollte sich hier doch nochmal irgendwas bewegen, dann gibt's klatsch einer auf die Birne. Ich würde sagen, ich habe hier volle Arbeit geleistet. Keine Menschenseele an dieser Stelle. So habe ich es gern. Stelle ich mir natürlich noch die nächste Frage, ob es irgendwie so eine kleine, irgendwie so einen, so eine Abkürzung nach oben gibt. So ein Fahrstuhl oder so. So, wunderbar. Ich glaube, hier waren wir ganz richtig. Da ist nur eine Ratte, Ratten sind uninteressant, aber ja. Wir sind hier ganz gut. Ich glaube, hier hatten wir unseren ersten Todbringer besiegt an der Stelle. Können wir nochmal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen. Mal hier rüber gelaufen. Hier so. Vielleicht liegt der Todbringer da auch noch. Wer weiß. Das wäre natürlich so ein kleines Benefit, den zerstörten Todbringer da irgendwo rumliegen zu sehen. Nee, der ist weg, aber hier war er. Da bin ich mir sehr sicher. So, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen gucken.
Wo ist denn hier der Weg? Ah, da ist der Weg. Sehr gut. Da müssen wir dann wieder rein. Würde ich sagen. Gab es diese kleine Lücke. Schön, wie sie stöhnt, ohne dass man ihre Lippenbewegungen sieht. Okay. Und jetzt müssen wir hier ganz nach oben. Das Gute... Hoppla. So viel zum Thema ganz nach oben. Das Gute an dieser Stelle ist, dass wir... Moment. Einerseits haben wir hier die Karte. Genau. Dass wir hier eigentlich schon ganz gut inspiziert und alles analysiert haben. Und wir deswegen wahrscheinlich erstmal keine neuen Kommunikationsdinger finden. So. Da lang. Da ist die große Halle. Jawohl. Jetzt müssen wir mal gucken. Können wir hier lang? War das hier lang? Und hier eine Treppe. Hier ist eine Treppe. Das ist doch gut. So, dann bewegen wir uns schon mal ein bisschen weiter nach oben. So, jetzt können wir hier lang. Bin ich jetzt hier gelandet? War ich hier schon mal? Ich war hier auf jeden Fall schon mal. Die Frage ist nur, was haben wir denn da? Hatten wir das schon? Oh, tatsächlich hatten wir das noch nicht. Okay, hier oben ist auch kein Weg. Hier anscheinend auch nicht. Mal weiter gucken. Geht's noch weiter hoch? Das sieht doch gut aus. Nee. Nix ist gut. Die Vorratskisten brauchen wir auch nicht. So, hier. Wo ging es jetzt von hier aus weiter? Da entlang? Nee, das sieht... Das sieht mir nicht richtig aus. Pfui. Enge Gänge. Das sieht doch hier ganz gut aus. Ja, perfekt. Langsam. Kommen wir hier... Stimmt, da war ja was. Hier war... mein Leiterboss. So, und hier muss man irgendwie noch hoch. Da kann man hoch. So, jetzt müsste hier... Nee, das war diese Truhe, die hatten wir schon, die Vorratskiste. Hier muss noch irgendwo eine Tür sein. Da drüben ist eine Tür. Die Frage ist... Achso, genau. Ah, ja. Da kommen wir lang. Es ist schlimm. Also, wenn man hier das erste Mal durchläuft, dann hat man natürlich auch die Wegpunkte. Wenn man hier ins zweite Mal durchläuft, ist das Ganze ein bisschen abenteuerlicher, weil man dann keine Hilfestellung mehr hat, die einem sagen, wo man jetzt langlaufen muss. Ist ein bisschen... Macht die Sache ein bisschen schwieriger für uns. Da war eine Treppe irgendwo. Nicht hier, sondern hier irgendwie. War hier? Da. Da. Da geht's lang. Hep. Der Fahrstuhl. Hier war noch ein Fahrstuhl. Na also, langsam schleichen wir uns den Weg wieder hinauf. Nur um diese eine Energiezelle zu bekommen. Aber da ich auch sehr, sehr, sehr gerne das DLC zu Horizon spielen möchte, wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, diese einmal mitzunehmen. Vielleicht finden wir hier auch noch ein bisschen bei den Vorratskisten ein bisschen Spaß. Jetzt laufen wir, glaube ich, auch das erste Mal einen anderen Weg. Den sind wir, glaube ich, das erste Mal nämlich nicht gelaufen. Ja. Aha. Da geht's lang. Und hopp. Hinauf. So ist ja... Oh, was haben wir denn hier? Achso. Einfach mal nichts. Okay, schauen wir uns nochmal ein bisschen um. Weil gegebenenfalls finden wir dann doch nochmal irgendwie so ein Pad oder so, welches wir noch nicht mit aufgegriffen haben.
Das wäre der Weg nach unten. Wir wollen aber weiter nach oben. Weiter nach oben. Gehen wir mal da lang. Da kann man nicht lang. Sehr gut. Dann hier entlang. So, jetzt wird uns der Weg natürlich schon angezeigt mit... Geh da lieber runter. Da unten läuft die Musik. Nee, mittlerweile sind wir schon so weit oben, dass uns der Wegpunkt so angezeigt wird, dass der kürzeste Weg über diese Strecke ist. Das finde ich super. Das gefällt mir. So. Hep. Weil wir sind jetzt nämlich quasi auf der Schnee und Nebel. Komplett gegenüberliegenden Seite von dem, wo wir eigentlich hin müssen. So, müssen wir hier hoch? Nee, anscheinend nicht. Wir müssen hier runter. Was haben wir hier? Wir haben wahrscheinlich schon einiges davon schon mal aufgehoben. Hep. Ach komm. Oh, ich wollte schon sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Dass ich das nicht geschafft habe. Aber okay. Alles gut. Boah. War das die letzten Male auch so schwierig? Ich bin mir nicht sicher. Aber meine Güte. Das sind hier jetzt schon Sprünge. Die finde ich ja schon wieder ziemlich übel. Moment. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Das sieht mir doch ein bisschen neu aus. Wir gehen normalerweise immer den offensichtlichen Weg. Aber nee, das ist auch nur einer dieser Wege. Von denen es irgendwie 5000 gibt. So, wie hoch sind wir bald da? Ist es noch weit? Ich muss mal Pipi... Wie weit ist es denn noch? Kann mal jemand in den alten Aufnahmen gucken, wie weit es noch ist? Was haben wir denn hier? Na gut, dann halt nicht. Versuch war es wert. Oh weia. Okay. Einmal zur Kante fallen lassen und höpp. Hier rüber. Das ist Akrobatik par excellence. Herrlich. So, sind wir jetzt da? Oder müssen wir noch ein bisschen? Okay, wir müssen scheinbar noch ein bisschen. Aber hier geht's nochmal hoch. Und komm, eine Etage geht noch. Ausgezeichnet. Ja, und damit sind wir genau da, wo ich hin wollte. Und zwar... Hier war dieser Versammlungsraum mit dieser süßen Cutscene und so weiter. Und wenn wir... Ich habe schon zu viel dabei. ...hier jetzt lang gehen, da geht es nämlich noch ein Stück weiter hoch, finden wir eine Kiste mit... Mit nicht dem, was wir haben wollten, aber es geht noch weiter. Hep. Und komm. Noch weiter. Und hopp, hopp, hopp. Wow, das ist auf jeden Fall mal ein Ausblick. So, es geht noch weiter hinauf. Wie man unschwer erkennen kann. Und hui. Hier haben wir... Gut, noch eine Energiezelle. Die gesuchte Energiezelle. Wenn ich noch mehr finde, müsste ich an diese alte Rüstung herankommen. Genau das ist unser Plan, Aloy. Genau das ist unser Plan. Aber jetzt einmal abseilen. Oh, wunderbar. So, hier sind wir jetzt durch fürs Erste. Und wo die anderen beiden Dingen sind, also zwei fehlen uns noch, das... Weiß ich auch. Und zwar, wir sind jetzt, Schöpfers Ende haben wir abgeschafft. Das heißt, wir müssen noch zum Tempel der Allmutter. Das ist auch ziemlich lustig, weil Tempel der Allmutter
kennen wir schon. Haben wir schon mal gesehen. Und zwar ist der Tempel der Allmutter nichts weiter als als da, wo wir aufgewacht sind nach der Prüfung. Und genau da werden wir uns jetzt als nächstes hinbegeben. Denn da scheine ich nämlich auch eine vergessen zu haben. So, mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit hier aufbauen. Denn hier müssten wir jetzt eigentlich wieder unten landen. Wo vorher die Leute von, die Bösen unterwegs waren. Kurz einmal Kaffee nippen. So, aber das machen wir dann auch in der Schnellreise. Verständlicherweise. So, da sind nämlich die Ruinen. Und hier haben wir Mutters Wacht. So, Mutters Wacht ist nämlich genau... Also das sind die Ruinen, die Aloy als Kind gefallen sind. Da haben wir die erste Energiezelle her. Und das hier ist die nächste. Beziehungsweise die zweite, die wir eigentlich hätten bekommen können, sobald wir aber den Speer haben. Also wir brauchten erstmal die Gegenstände, weil da gibt es irgendwo eine Stelle, die man anscheinend kaputt schlagen kann. Und da müssen wir rein, um noch eine weitere Energiezelle zu bekommen. Die letzte, die fünfte Energiezelle, die dauert noch ein bisschen, weil dafür müssen wir erstmal die Mainquest wieder weitermachen. Und die wird uns dann quasi schon direkt ins Gesicht gedrückt, angeblich. Also da bin ich mal gespannt. Die kann man auf jeden Fall später mit der Mainquest abschließen. Und sobald wir die dann haben, sobald wir alle fünf Energiezellen haben, dann düsen wir erstmal zurück, damit wir uns diese neue fancy Rüstung angucken können. Aber bis dahin dauert es noch, keine Ahnung, ziemlich lange, glaube ich. Denn wir müssten jetzt, glaube ich, gerade mal so zwei Drittel des Spiels durch haben. Natürlich die Sidequests nicht mit eingeschlossen. Die fehlen noch. Bei diesem Gebiet gibt es, glaube ich, einen kleinen Kniff. Also wir dürfen hier rein, wenn mich nicht alles täuscht. Oder auch nicht. Okay. Ja, wir dürfen hier rein. Da bin ich mir zu 100% sicher. Aber das Problem ist nicht bei Tag anscheinend. Wir müssen warten, bis es Nacht ist, bis sie die Tore aufmachen. Und das bedeutet für uns an dieser Stelle, dass wir theoretisch ein bisschen Freilauf haben. Das ist aber nicht dramatisch. Wir nutzen diesen... Hier ist Olara, deine Schwester! Genau, wir benutzen aber diese Zeit, um einmal kurz dort hochzuklettern für diese Sidequest. Hier laufen eh nur Gegner rum, die eigentlich ziemlich lasch sind. Und weil ich das alles in eine Aufnahme jage, mache ich hier jetzt auch keine Pause oder so, sondern wir gehen hier in einem durch. Okay, hier komme ich nicht hoch. Wo ist denn dann der Weg nach oben? Vielleicht über den Baum? Ich weiß nicht, ob man hier Bäume klettern kann. Nee, Bäume kann man nicht erklimmen. Also, theoretisch... Da haben wir einen Weg. So, es wird aber auch schon dunkel. Hey, was ist los? Brauchst du Hilfe? Du hast die Erprobung überlebt. Ja, ich brauche Hilfe. Vor 10 Jahren wurde mein Bruder verstoßen. Seine Strafe ist vorbei, doch er kam nicht zurück. Sein Lager war leer und voller Blut. Ich werde versuchen, deinen Bruder zu finden. Wirklich? Dann lass mich mitkommen. Ich bin keine Last. Ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Wenn es so sein muss, finde ihn einfach. Bitte. Ja, kein Problem. Easy. Gucken wir doch erstmal nach den Quests. Nebenquest. Der Vergessene. Stufe 4. Ist genau meine Stufenordnung. Oder genau die Stufe, die ich brauche. So. Dafür müssen wir erstmal 300
Schritte darunter. Also ich wollte hier eigentlich runter, aber gut, okay. Hat nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Macht aber nichts. Na komm. Den kannst du... Na gut, dann öffnest du den halt eben nicht. Dann gehen wir da direkt hin. Puh. So, ich bin mal gespannt, was da für Gegner auf uns warten werden. Ich kann mich schon mal ein bisschen spoilern. Ach Mensch, ja, okay. Hier sind zumindest schon mal diese Verheerer, oder wie die hießen. Verwüster, so hießen die. Die sind aber... Ja, komm. Keine ernsthafte Gefahr. Wenn man die rechtzeitig sieht, da drüben ist irgendwas. Ich war zumindest der Meinung, dass ich gerade eben so einen gewissen Blick, so ein gewisses Blinken im Augenwinkel gesehen habe. Was so oft dafür spricht, dass hier irgendwelche Roboter unterwegs sind. So, da ist noch ein Heilkraut, das wollte ich haben. Nützlich sein. So, einmal kurz hier rüber und da entlang. Jawohl. Es wird auch schon langsam dunkel, das ist gut, das spielt uns nur in unsere eigenen Karten. Erstmal viele, keine Ahnung, was die jetzt da rumtänzelt, viele Sachen spielen uns im Dunkeln tatsächlich positiv zu, weil wir halt eben die Gegner schnell sehen durch das blaue Leuchten, wie zum Beispiel hier da hinten die kleinen Wächter-Typis. Natürlich nicht wirklich viel können. So. Tun wir nicht so, als ob. Da war doch noch einer. Ich habe den ganz genau gesehen. Das muss Broms Lager sein. Ich sollte diese Wächter ausschalten. Sag ich doch, da war noch einer. Na gut. Und gib ihm One Shot. Genauso habe ich es gern. So, die Wächter sind ausgeschaltet. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Dahinter muss noch mehr stecken. Bestimmt. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Das ist doch mal was Gutes. Wohin führen die Bluttropfen denn? Hier haben wir noch irgendwas. Aha, Spur markieren. Laufen wir mal der Spur kurz hinterher. Mal gucken, wo die uns hinführen. Hier entlang. Wem gehört dieses Messer? Aha, ein Messer. Hat jemand Brom damit angegriffen? Und danach in ein Stück Holz gesteckt? Ich glaube nicht. Scheint noch mehr Blut zu sein. Und es führt von hier weg. Da drüben... Was ist mit dem guten Brom passiert? Vermutlich eine Substitution. Da, ein Eimer. Oh, der war schlecht. Der war so schlecht. Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Aha, da drüben. Da sind noch mehr Spuren. Pack, pack, lauf. Römpel, römpel, rennen. Aber das ist schon mal ganz gut. Wir rennen den ganzen Weg wieder zurück. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass wir bald in eine Sackgasse laufen. Nein, dass wir nicht den gesamten Weg zurücklaufen, sondern dass wir immer weiter weglaufen. So. Aha. Hier geht's lang. Oh. Einfach mal die beiden hier umrasieren. Ich meine, was soll's? Ich weiß ja, wo ich lang muss.
So, was wollte das Viech nochmal machen? Mich angreifen? Hat irgendwie nicht so funktioniert. Dann geht's halt eben hier entlang. Ein bisschen Umwege. Aber es sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wo gehen wir hier jetzt eigentlich gerade hin? Ach Mensch, das ist ja passig. Genau zur Mutters Wacht. Und vermutlich sogar noch nach Mutters Wacht rein. Das ist verrückt. Ob das Blutpfalz Brom das war? Warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Sehr interessant. Hier müssen noch mehr Spuren sein. Aha, da sind noch mehr Spuren. Wo führen die denn diesmal hin? Die führen jetzt ein bisschen weiter weg. Was haben diese Plünderer denn da? Das ist noch ein zweiter. Naja, dann. Wupp! Ey! Machen wir hier nicht sowas? Jetzt reicht's mir aber langsam. Echt. Ich wollte nur mal gucken, was hier abgeht. Ja. Dann kommt ihr hier um die Ecke und meint hier so aufmucken zu müssen. Drecksviecher. War wohl mal ein Wächter. Wem auch immer ich folge, er hat ihn erledigt. Oh, bist du süß. Oh, oh. Freunde. Wenn es Brom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer. So, hier geht's immer noch irgendwo weiter. Diesem Wächter hinterher. Hat du ein Problem? Jetzt schon. Du hattest mich als Problem. Ich bin nämlich keiner deiner Freunde hier, ne? Laufen noch Leute durch die Gegend. Rennt ihr hier jetzt von Altar zu Altar, von Schrein zu Schrein und, Moment. Hier endet die Spur erstmal. Jemand hat diese Vorräte geplündert. Brom war sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen? Sehr interessant. Sind irgendwo noch mehr Spuren. Aha. Ups. Wo führt uns das denn hier überhaupt hin alles? Meine Güte, ich wollte doch nur mal eben... Au. Mir die Beine brechen. Ich wollte mir nur mal eben schnell die Beine brechen. Das sind die Vorräte aus dem Lager. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Wir laufen hier jetzt einmal quer. Wenn du es nicht versprichst. Ich glaube, wir kommen hier rechtzeitig. Irgendwas ist hier. Na komm. Ich schwör's. Ich bring mich um. Ich bring mich um, bevor ich ihr wehtue. What the fuck ist das denn? Geht denn hier jetzt für eine Aktion ab? Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr wehtue! Du bist kein Geist! Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein! Lass mich in Ruhe! Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Komm näher, dann muss ich nicht brüllen? Ich schreie nicht. Du bist ein guter Zuhörer. Also hör mir zu, wie du den anderen zuhörst. Sie sagen, ich soll nicht hinhören. Aber Olara sagt immer, wenn ich den Sprecher sehe, wäre es okay. Na gut, ich höre dir zu. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue.
Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir. Außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom, du lebst. Urmutter sei Dank. Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, bitte, Schwester. Ich kann dich nicht schützen. Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Kannst du ihm helfen? Er fürchtet, dass diese Geister, die er hört, ihn gegen dich aufhetzen. Kann deine Stimme sie verstummen lassen? Ja, so wie es vorher war. Er hat nur einmal jemanden verletzt, der ihn provoziert hat. Ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen, ihre Stimmen. Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Ach, er braucht dich. Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit. Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen, solange ich stark bin. Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen. Als Datenpaket zusammengezippt, wie alles, was die Urmutter in ihrem Kopf hat, vermutlich. So, jetzt wollen wir aber mal endlich dahin gehen, wo wir eigentlich hingehen wollten, und zwar abwärts. Okay, vielleicht nicht unbedingt so. Habe ich die Quest jetzt eigentlich wenigstens abgeschlossen? Ja, wenigstens etwas. Oh Mann. Okay. Und wir scheinen zumindest auf einer... Wow. Ich wollte gerade sagen, wir scheinen zumindest an einer Höhe zu sein, wo es nicht tödlich endet. Ja, nope. Dann halt eben den eleganten Weg zurück. Da war ein Fuchs. Fuchs! Komm her, ich brauche deine Knochen. Oh, leider keine Knochen. Na gut, dann kommen wir hier mal. Jo. Mein treues Ross begleitet mich jetzt ganz geschwind zu Mutters Wacht. Wo wir dann hoffentlich auch endlich rein können. Jetzt, wo es dunkel ist. Denn wir wollen noch eine Energiezelle einsammeln. Okay. Muss auch jetzt noch einen Weg geben, da wieder reinzukommen. Mutterherz. Da lang. Mutters Wacht. Oder war das Mutterherz, wo wir hin mussten? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Mutters Wacht war und das hier hinten, ja, das sieht ja schon so aus wie. Oh
Moment. Vielleicht gibt es hier nochmal so einen kleinen Pirschweg oder so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da noch rein kann. Aber vielleicht halt eben nicht unbedingt über den einfachen Weg, sondern irgendwie anders. Weil das sieht mich hier doch eigentlich so ein bisschen aus wie ein Weg, dass wir da lang gehen könnten. Irgendwie auch nicht. Nee, weil das hier war dieser, das war diese Stelle, in der wir gegen den einen, wie heißen sie nochmal? Die Bösen gekämpft haben. Ihr klopp, klopp, macht mal die Tür auf. Ich bin ein Hüter, ich darf das. Ich komme hier durch. Moment. Okay, ich kann hier nicht pfeifen. Pfeifen geht nicht. Ist hier vielleicht... Ich höre doch Stimmen! Könnt mich doch nicht einmal hier links liegen lassen. Nachdem ich euch so viele Sachen, bei so vielen Sachen geholfen habe. Moment. Gibt es hier irgendwelche Infos? Nee, die gibt es nicht, sonst weiter. Nee, Mutterherz, da ist es definitiv nicht. Das ärgert mich jetzt. Ich muss da rein. Hallo? Oder machen die nur bei Tag auf? Das kann ja auch sein. Woran man erkennt, ob Maschinen verdorben sind? Keine Sorge, das merkt man sofort. Also in meinem schlauen Dingen steht, dass das nur nachts geht. Das macht die Sache nur verwirrend. Gibt's hier irgendwie... irgendjemanden? Trainingsblub. Ist nichts. Ich rede einfach mal mit dir. Toll. Sehr gesprächig. Spinne bisse verwirrt. Gegenrollen bringt nichts. Jetzt mach doch mal die Tür auf hier. Ich klopf doch schon ganz freundlich. Will nicht. So, es gibt hier so ein paar kleinere Stellen, wo man zumindest... Na komm, einfach mal versuchen durchzuglitschen. Warum eigentlich nicht? Ich meine, Runden durchkommen wir, zurückkommen wir wieder. Bin mir ziemlich sicher. Göttin, erinnere dich an die, die wir verloren haben. Erinnere dich an mich, wenn ich schlafe. Ich wurde von der Hand des Verlassen, bitte. Alle Hoffnung. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Nee. Es wird hier sicherlich irgendwo so einen Clip geben. Wo wir dann irgendwie durchs Tür kommen. Oder die Beta-Tester waren sehr, sehr, sehr engagiert und haben das gefunden. Haben dann gesagt, nee, also hier darf keiner mehr durch. Oder wir müssen wirklich auf den Tag warten. Das wäre ja seltsam.
sind doch. Das ist schon leicht vielversprechend hier. Dieser kleine. Nee, hier ist eine unsichtbare Wand. Göttin, bitte. Wir werden gegen die Verdammnis kämpfen, bis der letzte von uns gefallen ist. Vielleicht kann ich hier auch Konversationen beginnen. Mit den Leuten. Ne, komm, der sieht mich doch auch die ganze Zeit, wie ich hier durch die Gegend hüpfe. Der kann mich doch mal eben kurz. Ey, pass auf. Vielleicht klappt das ja. Also, wenn du jetzt nicht weißt, dass ich hier unten stehe, dann weiß ich auch nicht. Okay. Wir haben Tag. Oh, es wird langsam Tag. Die Zwillinge meiner Schwester bekommen Zähne. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen. Urmutter, gib mir Kraft. Ey, wir haben. Moment. Ah ne, das war nur der Läufer. Nee. Nix. Macht die Tür auf, ihr Penner! Ich habe eine Audienz mit, ja, es gibt nur eine Tür. Und ich will und will nicht. Nee, ich kann da leider auch nicht reinporten. Nee, da ist ein Feuer vor. Das ist das Feuer hier drüben, wo ich. Ja, drin gibt es ein Feuer, aber das ist kein Teleportpunkt. Pass auf, das wird gleich der Trick. Sobald es hier Tag ist, geht die Tür auf. Und sobald die Tür offen ist, muss ich warten, bis es Nacht ist. Um dann da hinten reinzukommen. Ich glaube, das zählt noch nicht als Tag. Was hier gerade abgeht. Wir sind nämlich wahrscheinlich zur Abenddämmerung angekommen. Ich bin guter Dinge. Ich bin der Meinung, wir kommen hier noch durch. Das muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, an diese eine einzige, wie heißt es, Energiezelle noch ranzukommen. Kann er nicht einfach. Tja, hast du einmal nicht gesehen? Tja, Pech gehabt. Hast es voll verbaut, Junge. Ich meine, es wäre ja schon. Es ist ja so schon schwer, die zu finden und drauf zu kommen. Aber dann auch noch die Möglichkeit zu verwehren, das wäre seltsam. Okay. Wir haben jetzt schon ziemlich viel Zeit damit verschwendet, irgendwie hier in das Gebäude reinzukommen. Vielleicht kann ich hier so ein Clipmod oder so. Ja. Gibt hier diesen einen Schwung. Der sieht die ganze Zeit so aus, als ob man da durch die Wand geht. Nee. Es will und will hier nicht an dieser Stelle. Okay. Ich mache hier jetzt erstmal eine kleine Pause. Guck mal nach, ob ich da irgendwie eine Lösung zu finde.
Und dann geht es natürlich gleich wieder weiter.